Fabian Geier, Pressesprecher von der Feuerwehr Forst. Die Feuerwehren aus Forst und Bruchsal wurden am Montagabend gegen 23 Uhr auf die A5 alarmiert, zwischen dem Rasthof Bruchsal und der AS Kronau. Beim Eintreffen haben wir folgende Lage vorgefunden. Ein Transporter, der mit 9 Personen besetzt war, lag auf der Seite. Ein Mercedes, der auch am Unfall beteiligt war, stand einige Meter weiter vorne, ebenfalls stark beschädigt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Polizei haben sich zuerst mal ein Bild der Lage gemacht. Es gab hier mehrere Verletzte zu betreuen. Der Rettungsdienst hat diese Maßnahme schon eingeleitet. Die Feuerwehr hat dann den Brandschutz sichergestellt, auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen und den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung unterstützt. Es gab insgesamt 4 Personen aus dem Transporter, die verletzt wurden, davon eine Person schwer verletzt. Diese kam mit einem Rettungswagen in einen Schockraum. Eine Person wurde mittelschwer verletzt, 2 weitere Personen leicht verletzt. Der Rest blieb weitestgehend unverletzt, auch der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Forst und Bruchsal sind mit einem Rüstzug im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit zahlreichen Rettungswagen, mehreren Notärzten hier vor Ort. Die Polizei ebenfalls mit zahlreichen Streifenwegen und hat jetzt die Unfallaufnahme begonnen. Die Feuerwehr leuchtet hier noch die Unfallstelle entsprechend aus und unterstützt bei den Bergungsmaßnahmen. Und dann ist der Einsatz für uns soweit beendet.